Okay Leute, also willkommen zum Classic CrossFit Online Programm. Heute ist Dienstag, der 8.12. Ich hoffe, ihr habt gestern mit dem Benchmark Workout oder mit der modifizierten Version von The Chief viel Spaß. Und dann machen wir heute weiter. Und zwar im Gegensatz zur letzten Woche wechseln wir jetzt immer ab zwischen einer Lower Body Push, Upper Body Pull Kombination und einer Lower Body Pull und einer Upper Body Push Kombination. Und genau die haben wir heute. Wir machen uns dafür warm mit einem Warm-Up, 2 Runden im Tabata-Modus, also 20 Sekunden bewegt ihr euch durch, 10 Sekunden ab der Pause, um dann die Übung zu wechseln. Und ihr beginnt mit Handwalks plus Push-Up, dann Elbow-Instep-Stretches, Samson-Stretches und Inverted Hamstring-Stretches. Und dann, wie gesagt, 2 Durchläufe. Wer möchte, kann gerne auf Spotify auf einen Tabata-Song dazu raussuchen. Und dann müsst ihr nämlich nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken, sondern orientiert euch eben an dem Track. Habt ihr das durch? Seid ihr gut aufgewärmt für den Kraftteil? Und hier haben wir heute eben als Kombination, als Übung A1, der Half-Leaning Dumbbell Press. Den kennt ihr noch aus der letzten Woche. Hier wieder 5 Runden, so viele saubere Wiederholungen pro Seite mit einer 10 Sekunden Wechselpause zwischen den Seiten. Und hier würde ich euch eben auch empfehlen, dass ihr eben mit der schwachen Seite beginnt und dann auch die gleiche Wiederholungsanzahl mit der starken Seite nacharbeitet. Für die zweite Übung, Lower Body Pulling Movements, Single Leg, Romanian Dumbbell Deadlift, hatten wir auch letzte Woche schon mal in einer anderen Kombination. Da macht ihr bitte 5 Sätze, A10 bis 12 saubere Wiederholungen. Und die Übungsausführung findet ihr auch nochmal in den Videos drunter. Fürs Conditioning haben wir heute ein M-Rap, 15 Minuten, und zwar eine aufsteigende Leiter, 10, 20, 30, 40, 50, vielleicht auch 60 Wiederholungen. Und ihr beginnt mit den Dumbbell Russian Swings, macht dann Sit-Ups und dann Burpees. Und das Ziel ist es eben, über die Zeit so weit wie möglich zu kommen. Und die Gewichte sind, denke ich, auch klar. Competition, RX und Scaled, so wie sonst auch. Und vom Ziel her, also ich denke mal, man kommt in die 30er-Runde, die 40er wird schon schwer, weil die Burpees dann doch länger dauern als der Swing und der Sit-Up. Habt ihr das absolviert? Tragt ihr euren Score auf jeden Fall auch im Online-Leaderboard ein, damit wir sehen, wie viel ihr geschafft habt. Und wir tragen auch natürlich unseren Score ein und dann können wir uns da mal so ein bisschen vergleichen, wie fit wir aktuell sind. Und fürs Accessory haben wir dann im Anschluss nochmal Side-Plank Raises. Hier heute 3x20 Wiederholungen pro Seite, also wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir in der letzten Woche gemacht haben. Und dann geht es eben darum, nochmal hier den Rumpf außen zu kräftigen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis morgen. Ciao.